Gloria Gaynor macht Musik bei Radio Zürichsee, 8 ab 9. Es tönt ein bisschen wie ein Märchen. Was als einfache Gute-Nacht-Geschichte für ein Kind angefangen hat, ist mittlerweile eine erfolgreiche Serie, die sich konstant ganz oben in den Hitparaden der Kinderbücher hebt. Und im Juni kommt schon der 9. Band raus. Die Hauptdarsteller vom Geisterkickboarder, kurz GKB, sind ein 10-jähriger Bub und ein 11-jähriges Mädchen. Die beiden sind maskiert und bekämpfen das Böse. Ausgerüstet mit Kickboard und Inline-Skates. Beim neuen Band Nummer 9 gibt es wie immer 6 Geschichten. Der Autor Stefan Beiker. Es taucht zum Beispiel wieder der hinterlistige schwarze Skorpion auf. Ein Raubsaurier, den es eigentlich gar nicht mehr geben dürfte, versetzt eine Schulklasse in Angst und Schrecken. Im Zoo Zürich gibt es einen Zwischenfall im Elefantenhaus. Und wenn man denkt, es könnte schlimmer gar nicht mehr kommen, ist der Geisterkickboarder nach einem Einsatz im Fischertal spurlos verschwunden. Die Idee käme mit ihm ganz einfach normal. Inputs gäbe es unter anderem aber auch von seinen Kindern. Regionalität, wir haben schon gehört, Fischertal und so weiter. Regionalität sei sehr wichtig, gibt es bei der Leserschaft Nähe. Und wenn ein Fall im Schloss Rapperswil, der Juckerfarm, im Sauriermuseum oder im Kinderzoo passiert, dann hat man Kind schon mal deswegen begeistert, weil sie den Ort kennen und können sagen, genau dort, wo Zamuri und der Geistergeborene waren, bin ich auch schon gewesen. Und für die Eltern ist es auch ein Vorteil, weil sie meistens nach dem Lesen von einer Geschichte auch gerade ein sinnvolles Ausflugsziel für die Kinder haben. Die ganze GKB-Story ist eine Erfolgsgeschichte. Über 30'000 Bücher sind schon verkauft. Seit letztem Jahr werden Geschichten in verschiedenen Heftchen publiziert und erreichen fast 2 Millionen Kinder pro Jahr. Es gibt ganz viele Merchandise-Sachen wie Scooter, Masken, Rucksäcke, Sammelbildchen und vieles mehr. Aber am meisten Freude macht uns die ganze Fanpost von den Kindern, wo wir herzige Zeichnungen, Anregungen und Feedback bekommen. Das motiviert uns immer wieder weiterzumachen. Ab Juni also der 9. Band, alles dazu auf www.geisterkickboarder.ch.